Da bin ich wieder, liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer normalen Session von Let's Play Gothic 3. Nachdem wir das letzte Mal ja unglaublich lange durch die Ruinen geschlendert sind und hier und da einen Haufen Gegenstände gefunden haben zum Sammeln und Monster ohne Ende getötet haben und auch von Monstern selber getötet wurden. Und unter anderem auch Onatas gefunden haben. Ganz nebenbei bemerkt, so während des ganzen Gequatsches und so, wollen wir diesmal ein bisschen mit der Story weitermachen. Und dazu beginnen wir zunächst einmal damit, dass wir mit Onatas reden. Und dann sammeln wir noch die restlichen Gegenstände ein, die ich beim letzten Mal nicht gefunden hatte. Denn ich habe mal so zwischendurch mal geschaut, wo die sind. Jetzt sollte ich, wenn ich sie wiederfinde zumindest, sie zielgerichtet ansteuern können, sodass wir dann nicht noch extra Zeit verschwenden. Jetzt reden wir aber erstmal mit Onatas. Ich komme von Vutras. Wir werden die Orks angreifen. Gut, die Orks werden keine Zeit mehr haben zu bereuen, dass sie hergekommen sind. Wie ein Sandsturm werden wir über sie kommen. Ja. Hauptsache, ihr kämpft mit. Wir sind bereit. Ich finde schön, wie er so meint. Ja, Hauptsache, ihr kämpft mit. Ja, muss doch mal ein bisschen hier auf die nomadischen Umgangsformen mit eingehen, Mensch, lieber Held. Das geht doch so nicht. Du musst doch ein bisschen dich hier drauf einlassen. So, da haben wir das schon mal und jetzt sammeln wir mal. Uns fehlt noch, ich möchte das mal kurz klären. Ruinenkarte. Wir müssen für jedes der fünf Viertel müssen wir bestimmte Gegenstände finden. Bei den Priestern sind das Steintafeln. Bei den Totenwächtern sind das Urnen. Bei den Kriegern sind das solche kleinen Statuetten gewesen. Die habe ich schon vollständig. Die habe ich letztes Mal alle gefunden während des Quatsches im Hintergrund. Und im Viertel der Heiler waren es Schriftrollen, glaube ich zumindest. Egal, irgendwie sowas. Und, nein, es waren keine Schriftrollen, es war irgendwas anderes gewesen. Ich glaube, irgendwelche Töpfe oder so. Und in der alten Bibliothek sind es Schriftrollen. Die von den Heilern und von den Kriegern, das haben wir schon vollständig. Bei der Bibliothek haben wir 2 von 3. Bei den Priestern haben wir 6 von 8, glaube ich. Irgendwie sowas in der Drehe. Nein, Quatsch, 5 von 7 war es, glaube ich. Und bei den Totenwächtern haben wir 8 von 10. Ich habe mir schon rausgesucht, wo die sind und die werden wir jetzt nach und nach einsammeln. Übrigens haben wir in der ganzen Zeit, in der ich gequasselt habe, irgendwie habe ich gerade die Orientierung verloren. In der ganzen Zeit, in der ich gequasselt habe, habe ich übrigens 4 der 5 Schlüssel für den Tempel von Al-Jadim eingesammelt. Ach, ich weiß, wieso ich die Orientierung verloren habe, weil das der falsche Gang ist, deshalb. Hier drüben muss ich lang, genau. Haben wir schon 4 von 5 Schlüsseln für den Tempel von Al-Jadim eingesammelt. Nun habe ich, man hat es vielleicht mitgekriegt, also falls irgendjemand sich das angetan hat, die beiden Folgen komplett anzugucken, vor allem die zweite komplett anzugucken, hat man eventuell mitgekriegt, dass ich am Ende der zweiten Folge nur noch rumgerannt bin in den Ruinen, weil ich nach den Gegenständen gesucht habe und so. Vornehmlich habe ich nach den Schlüsseln gesucht, deswegen habe ich immer wieder die Karte dort aufgemacht und habe die roten Kreuze gesucht in den einzelnen Vierteln. Ja, die Sache ist, das 5. Schlüsselchen, das kriegt man gar nicht irgendwo in den Ruinen, sondern es gibt einem Saturas, wenn man die anderen 4 gefunden hat. Das wollen wir dann natürlich auch noch machen. Aber zunächst sammeln wir einmal, da wir jetzt gerade im Bereich der alten Bibliothek sind, schauen wir doch einfach mal nach rechts und siehe da, mitten im Gang, total offensichtlich, aber ich habe wirklich ewig danach gesucht, die Schriftrolle der Gelehrten und damit haben wir die Schriftrollen der Gelehrten vollständig. So, um jetzt weiterzukommen, wir müssen ja jetzt nur noch hier drüben im Westen abarbeiten, teleportieren wir uns mal. Wir haben ja einen Teleportstein und den wollen wir doch auch gern mal nutzen. Dieser hier ist es. Dieser, jene, welcher? Und das sollte ziemlich schnell gehen, weil wir ja nicht allzu weit uns teleportieren. Genau, wunderbar. So, jetzt sind wir im Viertel der Priester hier oben. Und die Tafeln hier sind gar nicht schwer zu finden, wenn man weiß, wo man suchen muss. Wer hätte es gedacht? So, zu Saturas wollen wir noch nicht. Wir wollen erstmal zu Myxia, da ist er. Wobei ich nicht zu Myxia selbst will, sondern zu der Gegend, in der Myxia steht. Denn hier hinten liegt eine Tafel rum. Da drüben ist sie. Hüpf, komme ich nicht hin. Schade. Aber wir können uns ja gekonnt abrollen. Na toll, jetzt hänge ich hier im Stein fest. Hüpfen wir uns mal raus. Insofern wir das hinkriegen, ich weiß es nicht. Ich hoffe mal.
Hallo, Held? Held? Ja, sehr gut. Ich dachte schon, jetzt müssen wir hier verenden, eingequetscht unter dem Stein. Hier oben liegt eine der Steintafeln rum. So, jetzt fehlt uns noch eine hier im Viertel der Priester und um die zu finden, muss ich mich jetzt erstmal orientieren. Und zwar in der Mitte an diesem schönen Rondell. So, hüpf, davon ist es, ne? Ja, genau. Und von hier aus müssen wir nochmal schön abrollen, das kannst du sehr gut, sehr gekonnt. Müssen wir einfach nur nach Norden gehen, hier oben hin, genau. Das habe ich mir so vorher gemerkt. Und dann müssen wir hier die Treppe hochgehen und siehe da, die letzte Steintafel der Priester. Jetzt müssen wir nur noch die Urnen vervollständigen. Dazu muss ich... Oh, da oben sind wir. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal nach Süden gehen. Das habe ich mir bloß im Groben gemerkt. Wir müssen jetzt erstmal zum Tempel und zwar zur Nordwestecke davon. Halt, das Heilkraut können wir gerne mitnehmen. Heilwurzel, aha, auch gut. Wir müssen zur Nordwestecke des Tempels. Und dort gibt es einen Gang. Der war die einzige Orientierung, die ich mir da so gegeben habe, als ich das alles mir rausgesucht hatte. Und ich hoffe, das reicht auch, ehrlich gesagt. So, da drüben ist der Tempel, okay. Laufen wir mal ein Stück. So, hier drüben ist Nordwesten. Hier müsste noch, genau, hier steht noch ein Tempelwächter rum. Ich muss mal dazu sagen, ich habe das teilweise sehr gut hingekriegt, in den beiden Aufnahmen irgendwie an den richtigen Stellen zu stehen für irgendwelche Textpassagen, die ich in dem Moment gerade vorgelesen habe. Zum Beispiel, als ich von den Rängen der Nomaden erzählt hatte, dass es da einen Tempelwächter gab. Genau in dem Moment stehe ich natürlich auch vor einem Tempelwächter. Die nomadischen Tempelwächter waren natürlich nicht so hässlich wie diese Bastarde hier. Aber waren mindestens genauso gefährlich, wenn nicht sogar ein ganzes Stück gefährlicher. Allerdings konnte man durch die Nomaden nicht durchschlagen, so wie es bei den Kollegen hier der Fall ist. Ich weiß nicht warum, aber man trifft sie einfach nicht. Ja, ist ja gut. Es ist total schwer, die zu treffen irgendwie. Ja, ich gehe erstmal. Mann. Ich weiß nicht warum, aber das mit dem Treffen, das ist so eine Sache. Scheiße, ich glaube, jetzt habe ich 70.000 Heiltränke. Ja, fuck. Reicht, gut. Ach, das ist immer blöd, wenn man in der Panik aus Versehen mehrmals drückt. Dann säuft er auch gleich mehrere Heiltränke. Das ist mir auch schon letztens in der Aufnahme passiert. Ja, jetzt stirb doch mal. Ach, ich wollte dich doch bloß so nebenbei mitnehmen, Mann. Junge. Boah. Kackiges Kackvieh. Ich hasse sie. So, jetzt müssen wir mal kurz hier die Vergiftung abwarten. Ach, scheiß drauf. Komm. So, hier drüben dieser Gang, den meinte ich. Den habe ich mir als Orientierungspunkt gesetzt. Das Blutschiff sammeln wir noch gerne ein. Snappergraut, was auch immer. Ich glaube, ich krieg das niemals hin, die vom Aussehen her zu unterscheiden. So, und da haben wir schon die erste Urne. Zack, her damit. Die Vergiftung könnte, dankeschön, auch mal weggehen, wollte ich gerade sagen. Okay, jetzt sind wir wieder ganz fit. Und jetzt schauen wir mal, hier drüben sehe ich sie doch schon. Da ist die letzte Urne der Totenwächter. Und damit haben wir Erkunde die Ruinenfelder von Aishadim ebenfalls abgeschlossen. Diese Aufgabe hat nämlich einfach nur beinhaltet, dass wir sämtliche Gegenstände hier finden sollen. Und den Korb öffnen wir auch noch, den haben wir nämlich noch offen gelassen. So, mal gucken, was es gibt. Schmuck. Und Vergiftung halt, na super. Okay, ist jetzt natürlich nicht das wahnsinnig berauschende Angebot, aber ist auch egal. Wir machen zurück zu Satoras. So. Satoras, wo bist du? Da stehst du ja. So, zu Satoras wollen wir genau, denn wir müssen einerseits die Gegenstände jetzt abgeben, die wollte Satoras haben, und andererseits müssen wir natürlich noch den fünften Schlüssel in Empfang nehmen. Und dann wird es wieder witzig im Tempel, na super. So, hier, ich habe die vier anderen Schlüssel. Ich habe die vier anderen Schlüssel. Was jetzt? Wir werden hier draußen die Stellung halten, während du den Tempel öffnest. Und zieh nicht mehr Aufmerksamkeit auf dich als notwendig. Geh rein, hole das Artefakt und sieh zu, dass du wieder rauskommst. In einem Stück. Na klar, wenn es sonst nichts ist. Okay, damit haben wir alle fünf Schlüssel für Aishadim. Wir sehen schon, wir kriegen hier ordentlich Punkte. Weil wir die Schlüssel natürlich jetzt zusammen haben, alle. So, jetzt muss ich bloß mal kurz gucken. Mit dem anderen Quest hier, ich weiß gar nicht, vielleicht müssen wir die auch gar nicht abgeben. Das kann natürlich auch sein. Es kann sein, dass wir die einfach nur sammeln müssen.
Gewähre mir Ausdauer, höchstes Wissen. Ne, wir scheinen die gar nicht abgeben zu müssen. Es sei denn, Myxia will die haben, das weiß ich gerade gar nicht. Ich hätte gedacht, das wäre Satoras, aber es kann natürlich auch Myxia sein. So. Und wenn wir dann gleich mal wieder hier ein bisschen Kapazitäten zum Quatschen haben, dann kann ich noch ein paar Anmerkungen zur letzten Aufnahmesession machen. Denn ich habe da noch ein paar Sachen... Achso, ich dachte gerade, da liegt Myxia rum. Das wäre es ja jetzt gewesen. Ich habe da noch ein paar Anmerkungen zu machen. Ein paar Sachen habe ich ja offen gelassen, weil ich sie in dem Moment, gerade als ich gequasselt habe, nicht mehr wusste. Das betraf vor allem die Prüfungen von Maris, soweit ich das jetzt im Auge habe. So, hier drüben ist Myxia, ne? Ja. Sag mal an, kann ich irgendwas für dich? Doch, das war bestimmt für dich, oder? Nee, verdammt. Egal. Zeig mir deine Ware. Gucken wir nochmal kurz hier. Können wir eigentlich... Das kann ich dir nicht verkaufen. Ach, verdammt. Jedenfalls noch nicht. Schade, schade. Die hätte ich eigentlich ganz gern gehabt. Gut, was haben wir denn an Ruf eigentlich bei den Nomaden? Nomaden 21. Okay. Naja gut, das wird sich ja gleich noch erhöhen, wenn wir nämlich Al-Shaddim unsicher machen. Also hier, die Orks von Al-Shaddim unsicher machen. Ganz kurz will ich aber nochmal was gucken. Erfolgreich... Mal nach unten gescrollt, hier zu Al-Shaddim hin, wenn ich es denn finde. Hier oben. Ah, das sind die Urnen, Schriftrollen, Krüge. Wo haben wir denn das mit dem... Da haben wir auch gar keine Texteinträge zu. Wurde das denn überhaupt irgendwie mit erwähnt? Ach, hier. Wo hast du die Schlüssel gefunden? Ganz in der Nähe. Ich überspringe das jetzt bloß mal kurz. Was, das war's? Dafür habe ich das Quest gekriegt? Ernsthaft? Alter, ich hab doch ein Rad ab. Gut, dann muss ich das offenbar bei niemandem abgeben. Dann behalte ich die Scheiße einfach. Ich weiß nicht, was ich damit soll, aber okay. So, dann hin zum Tempel, würde ich sagen. Genau. Dann besuchen wir jetzt mal unsere Nomadenfreunde, vornehmlich Wutras. Weil wir ja jetzt alle Nomaden vereint haben. Also alle drei Sippen, die es hier gibt in der Ecke. Und dann wollen wir uns mal gegen die Orks stellen und denen mal gehörig den Marsch blasen. Den gehörig den Hintern versohlen. Und sie so richtig schön zur Schnecke machen. Okay. Wutras, mein Freund. Die anderen sind bereit. Dann kann es ja losgehen. Mhm. Ich dachte, euer Gespräch ist ein bisschen ergiebiger. Darum wollte ich jetzt mal was trinken, aber hier kommt man ja gar nicht zu. Ja, kann... Losgehen. Kann losgehen? Ja, kann losgehen, genau. Sieht man auch. Okay, was soll's. Dann geht's halt für uns los. Ich glaube, wir müssen den Orksen-Chef erstmal ein bisschen provozieren oder sowas. Können wir auch mit Lester irgendwas besprechen? Komm mit, ja, super. Ach komm, warum komm nicht? Mit. Ja. Dann mal los. Pack dich mal, Lester. Den hätte ich eigentlich mit in die Ruinen nehmen können. Das wäre eigentlich ziemlich schlau gewesen. Beziehungsweise, es war letztendlich ziemlich dumm von mir, ihn nicht mitzunehmen. Sagen wir es mal so. Okay, speichern. Und dann rein ins große Vergnügen gegen die Orksen. Ja, provozieren, genau das. Was? Was, habt ihr noch gar nichts gesagt? Deine Mutter ist so fett, weißt du? Du bist ein hässliches, dickes Monster. Du bist ein witziger Morra. Ich mag dich auch, Tamkosch. Dein Stamm... Oh, da. Oh. Stamm ist RLO, wobei... Das ist alles ganz schön böse eigentlich. Feigling, gut, darauf wird er nicht so anspringen, deswegen machen wir das erstmal. Du bist ein schwacher Feigling. Ich habe ein dickes Fell, Morra. So, du bist selber ein stinkender Mocher oder dein Stamm ist ehrlos. Ich weiß nicht, was schlimmer ist für ihn. Eigentlich ist beides eine böse Beleidigung. Ich mach erstmal das.